So. Darüber. Oh je. Ah, da gibt es jetzt Benachrichtigungen, sehe ich gerade. Das gab es, glaube ich, vorher noch nicht. Schnell hier hoch. Das Dungeon-Herz wird angegriffen. Oha. Mal ein paar Heiler. Ich weiß gar nicht, ob die auch das Dungeon-Herz heilen können. Jetzt wird es relativ kriminell hier. Wir brauchen auf jeden Fall da oben ein paar Fallen. Und vielleicht auch so eine Plattform, wo die Wache schieben können. Vielleicht hier so. Oder hier dann. Wenn sie hier durchlaufen, machen wir hier so eine Plattform hin. Eine kleine. So, hier können wir nochmal mehr Gelegenheiten zum Schlafen. Meine geheimen und mystischen Berater, genau, die nur ich sehen kann, berichten mir, dass es den Dämonen gefallen würde, wenn man einige bogenkundige Elfen in den Höllenschlund werfen würde. Offenbar brauchen sie jemanden, der riesige Mücken jagt. Berater, die nur du sehen kannst? Meine Güte, als wenn deine gespaltene Persönlichkeit nicht schon anstrengend genug wäre. Ich kann nicht wirklich widersprechen. Ich fände es auch besser, wenn Schwester Lieblich endlich jemand anderem auf die Nerven gehen würde. Im Moment sagt sie ja nicht viel. So, aber ich hätte gern wirklich diese Bösartigkeitsinsel. Aber wir müssen hier echt noch ein bisschen mehr machen. Und wir brauchen echt mehr Geld. Wir haben bis jetzt immer noch keine, hier können so ein Bierteil. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Braukessel. So, aber wir haben immer noch keinen. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich habe gleichzeitig gedacht, oh, da sind ja Helden drin. Oh, ich meine Held und Höllenschlund. Tut mir leid. Es war vollbracht. Das aufopfernde Böse hatte die benötigte Anzahl an Helden in den Höllenschlund befördert, was dieser mit einem zufriedenen und lautstarken Bäuerchen kommentierte. Ah! Hoffen wir mal, dass da bald die Fallen hinkommen. So, und hier Wachturm. Ich habe komplett vergessen, was ich gerade sagen wollte. So, hier können wir dann noch einen Ork hinmachen. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Jetzt sind es aber viele, hä? Da brauchen wir auf jeden Fall mehr Fallen. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Mhm. Wachstube ist voll. Ihr sollt auch eigentlich nicht in die Wachstube. Ihr sollt da... genau das. Die Leute da eingreifen, die reinkommen. Und ich glaube, das sind zu wenig für die Wachstube hier. Machen wir ein bisschen größer. So. Goldader. Hier, Diamantenader brauchen wir noch. Das wollte ich, glaube ich, vorhin sagen. Ja, ein bisschen weiter graben. Vielleicht finden wir ja noch was. Hier ist noch ein bisschen Mana. Lektorium hatten wir schon, ne? Ja. Das hätten wir ja nicht forschen können. So, da haben wir Braukessel. Ist auch gut. Hier haben wir schon wieder welche drin. Zahltag. Können wir ja trotzdem hier reinschmeißen, oder?
Im Tausch gegen das Opfer des Spinnefeinden Bösen ließen die Dämonen des Höllenschlunds einige zottelbeinige Arachniden in den Dungeon trippeln. Cool. Gott sei Dank hatte ich meine Arachnophobie damals mittels Elektroschocks behandeln lassen. Und es sind auch fast keine bleibenden Schäden geblieben. So, den können wir hier im Wachraum setzen. Den wollten wir größer machen. Finde ich ja witzig. So, das heißt, immer wenn wir hier noch welche reinschmeißen, kriegen wir halt Verstärkung für den Dungeon. So, weil wir müssten eigentlich schon wieder raus und, ja, die Bösartigkeitsinsel einnehmen. Hier sind schon wieder welche drin. Krass, wie viele. Das Opfer erfreute selbstverständlich die Grubenlords jenseits des Höllenschlunds. Doch es schien sie nicht dazu zu bewegen, etwas dafür einzutauschen. Offensichtlich wollten sie jeden Handel nur ein einziges Mal durchführen. Geizhälse. Na hallo, du schöne Dämonia. Oh, die Dämonen des Höllenschlunds schenken dem noch einzubalsamierenden Bösen zum Dank für sein Opfer einige ihrer Succubi. Ohne Mist jetzt. Wir haben einen Willow erschaffen. Ich musste mir gerade echt auf die Zunge beißen. Willkommen, Willow, in unserem Dungeon. Schön, dass du auch hier wieder mitspielst. Er spielt ja auch bei den Dinosauriern mit. Da haben wir auch einen Willow. Und jetzt haben wir sogar einen Willow generiert. Wenn das mal kein Zufall ist. So, finde ich auf jeden Fall cool. So, aber wir kriegen jeden nur einmal, hat er gerade gesagt. Was ist das denn hier? Ein Liebes... Achso, hier schlafen die. Dann müssen wir es doch mal ein bisschen größer machen. So, aber wir haben immer noch keine Diamantenader. Das macht mir so ein bisschen Angst. Aber hier geht es auch noch viel weiter. Also hier runter jedenfalls. Zu viel auch wieder nicht. Und das Spiel hakelt wieder. Ich möchte es eigentlich gar nicht immer erwähnen. Ihr seht es ja selber. Aber es ist nervt mittlerweile doch ganz schön, wenn man hier so rüber scrollen will und dann auf einmal überall hängen bleibt. Das war am Anfang nicht so schlimm. Muss ich sagen. So, aber nicht aufregen. Ein bisschen Makel hat jedes Spiel. Friedhof, ja, wir können hier auch noch mal einen Friedhof. Hier könnten wir ja einen Friedhof hinmachen. Ich meine, wir hätten schon einen gehabt, aber kann ja nicht schaden, wenn man noch ein Stückchen da hat. Hilft uns alles nicht bei unseren Goldproblemen. Holztür, naja, die brauchen wir eigentlich nicht so. Hier dieses Fallensystem könnten wir hier noch anbringen. Wie drehe ich das eigentlich? Nee, das wollte ich. Oh, da kommen Feinde. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte das hier nur drehen, bitte. Hallo? Stört die gar nicht. Mal wieder. Deshalb einfach so viel hinmachen, wie irgendwie geht. Es sind Feinde in eurem Dungeon. So, muss jetzt mal reichen. So, wir machen hier Armee. Merkt ihr, das ist hakelt wirklich extrem. Es tut mir sehr leid. Aber ich kann leider nichts daran machen. Weil, wie ihr wisst, ich spiele halt auf der PlayStation und da kann ich nicht irgendwie groß irgendwas einstellen. Sonst hätte ich noch gesagt, vielleicht liegt es an der Grafikkarte oder so, aber... Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, ja. Ach, da schon wieder. Mein Gott, jetzt kommen sie aber doch zuhauf. Machen wir hier nochmal... Ach nee, wir haben keine Kisten mehr. So, hier ist ein Lektorium. Hier schlafen sie alle. Ja, bevor ich rausgehe, hätte ich gern halt
mein Goldeinkommen ein bisschen gesichert, wisst ihr? Es ist, hier ist noch Mana. Ich hoffe ja, wenn wir hier mit uns noch ein bisschen durchgraben, dass wir eventuell noch was finden. Hier geht es ja auch noch ein Stückchen rauf. Da ist ein Ausrufungszeichen. Graben wir mal hier weiter. Haben wir denn so wenig Imps, dass das so langsam geht? Nö, eigentlich. So. Gut, da haben wir noch ein bisschen Gold, das ist schön. Es ist Zahltag. Ein Riesenwurm hat sich im Dungeon breit gemacht. Okay. Nehmen wir die Sachen mal mit. Wir können die gleich wegtransportieren. Da schicken wir jetzt erstmal unsere Armee hin. Den brauchen wir bestimmt. Wurmglibber brauchen wir auf jeden Fall. So, hier haben wir sehr viel Wurmglibber. Der auch. Hier auch. So, der heilt ein bisschen. So, und das können wir hier reinschmeißen. Das ekelerregende Böse nahm etwas. Oh, Wurmglibber in die Hand des Bösen und warf ihn in den Höllenschlund. Was für eine Verschwendung. Was zur Hölle machen die aus dem Zeug? Babypuder? Welch ein diabolischer Einfall. Hä? Aber wir sollten das doch da reintun. Es war vollbracht. Aller relevante Wurmglibber war gesammelt. Mein Gott, ich habe mal eine Doku über Fettabsaugung gesehen. Das Zeug war... Ach, lassen wir das. Eine weitere Herausforderung, gemeistert vom abstoßenden Bösen. Sehr schön, sehr schön. Aber wir haben immer noch nicht so eine Diamantenader. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich suche hier nach Diamantenader. Und so nebenher löse ich schon mal die ganzen gewollten Quests eigentlich. Meine ist ja auch nicht verkehrt, aber... Ja, war ja so gar nicht der Plan. Was ist denn hier? Hier ist noch mehr Glibber-Zeugs. Brauchen wir ja gar nicht. Wo war es denn jetzt? Da ist das Dungeon Herz, da. Immer rein damit. Können wir gar nicht. Doch. Nun gut, nichts mehr passiert. So, was mit euch? Kommt mal her. Skelette können wir zwar auch gebrauchen, aber ich möchte hier vielleicht noch ein paar Leute... Die Dämonen jenseits des Höllenschlunds waren äußerst verzückt von dem Opfer des niederträchtigen Bösen und warfen zum Dank mickrige Imps durch das Portal. Jo, warum nicht? Warum nicht? War da nicht auch die Rede von, wir sollen Schnodderlinge da reinwerfen? Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja... Kümmern wir uns drum. Wo denn? Autsch! Aua! So gut, dass wir da einen Wachturm hatten. Hier liegt überall Wurmglibber noch rum. Lassen wir mal da liegen. Ich weiß nicht, was das bringt, wenn wir es da reinwerfen. So. Hier ist ein Friedhof. Hier wird Bier gebraut. Kerker. Hier wollten wir nochmal
weitere Schlafplätze machen. So. So, aber wenn wir das haben, dann gehen wir doch mal an die Oberfläche wieder. Einmal noch die Kreaturen. Nee, das wollte ich gar nicht. Hier forschen, damit wir noch ein Kreatur-Dings mehr haben. Kann man natürlich nicht. So. Und noch ein Heiler. Oder nehmen. Nehmen wir den Heiler mit. So, dann einmal die ganze Horde. So, jetzt lassen wir den Goblin lassen wir da. Moment, anders. Anders, das ging anders. So ging das. Wir nehmen alle mit. So, und jetzt gucken wir. Den lassen wir hier. Willow, du bleibst auch hier drin und beschützt uns. Ein Ork. Die Skelette. Und so ein Bungee. Ein Heiler. Die Skelette. Und ihn hier auch. So, und der Rest kommt mit nach draußen. Ich hoffe, die reichen hier. Die sollten doch hier reichen, oder? Wenn noch jemand reinkommt. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Das mit den Fallen kommt ganz gut. Es ist Zahltag. Gucken wir mal einmal, ob die beiden, die sind ja schon halb tot, ob das hier reicht, was wir hier zur Wache hingestellt haben. Sonst lassen wir den Goblin vielleicht noch hier. Die sind doch ganz schön stark da. Der Willow, der ist aber richtig, der ist ein schöner Fernkämpfer. Ich glaube, die schaffen das. Boah, sieht gut aus, sieht gut aus. Haben sie gut gemacht. So, dann können wir die anderen können jetzt nach draußen. Und dann werden wir schauen, dass wir die Insel noch mal eben schnell einnehmen. Eben schnell. Das Gute wird fallen. So, dann müssen wir hier oben hin. So, dahin. Oha, da laufen uns welche nach. Nee, die laufen in den Dungeon. Schön. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Habe ich gesehen. Aber wir gehen jetzt trotzdem zu der Insel und hoffen, dass die Skelette und der Willow und diese Spinnengedönse da ihren Teil machen. Und natürlich die Fallen. Aber ich möchte wenigstens diese... Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Diese Insel jetzt endlich haben. Mir geht das einfach zu langsam. Ha! Dieses Heldenlager sehr wurde gut vernichtet. Sehr gut. Ausgezeichnete Arbeit. So, was und ist hier jetzt noch? Jetzt machen wir das gleich nochmal. All die armen Seelen, die durch mein Scheitern und meine fehlende Willensstärke sterben müssen. Es ist so traurig. Miss? Miss? Plündern, Brandschatzen, töten! Da ist ein Ausrufungszeichen. Die Armeen des fabelhaften Bösen hatten die Stadt erreicht.
Jaina war allerdings bereits über alle Berge. Dann werde ich meine Wut eben an den Bewohnern auslassen. Vorwärts! Hast du nicht schon genug Städte ins Unglück gestürzt? Ist das eine Fangfrage? Ich gebe zu, ich hätte mir die Frage sparen können. Du Monster! Danke. Das war ja ein Kompliment. So. Wir können schon mal anfangen, in die Stadt zu gelangen jetzt. Was ist mit dem Dungeon? Oha, hier ist gar keiner mehr. Da sind Böse, die zum Dungeon-Herz wollen. Gott, wir schaffen das mit der Stadt nicht. Aber hier ist alles Mögliche liegt hier rum. Das brauchen wir alles gar nicht mehr. Ich bin gerade überfordert. So, das könnte nicht rein. Ich glaube, das bringt gar nichts. Willow, könntest du mal ein bisschen mehr da machen? Ich muss mal einmal wieder zurück. Die stehen hier auch nur rum. So, ich kratze aber die Stadt. Das Dungeon-Herz wird angegriffen. Nein, mache ich nicht mehr. Nein, nicht mehr. Wir gehen zurück, wir gehen zurück, wir gehen zurück. Habe ich die jetzt abgewählt? Ich bin die Königin des Bösen. Ja, bisse. Wir gehen aber zurück zum Dungeon, weil ich habe Angst, dass das Dungeon-Herz hier kaputt gemacht wird. Waren doch nicht genug drin. Aber ich, ja, ist immer so ein Zwiespalt. Ich kann halt, draußen müssen ja auch welche mit. Und, ja. So, aber wir können hier noch Kreatur. Oh, es heilt aber wieder. Es heilt wieder. Weil es war schon mehr kaputt. Ich weiß nicht, ob die Heiler es heilen oder ob es von alleine heilt. Jo. Sehr gut, sehr gut. Wir gehen aber trotzdem zurück in Dungeon. Wir haben jetzt erstmal, dass wir genügend Böshaftigkeit generieren. Und dann würde ich sagen, wir forschen erstmal, damit wir einfach ein bisschen stärker werden. 600 und wir brauchen auch immer noch so eine Ader. Graben wir uns mal hier weiter durch. Geht doch noch ganz schön weit. Und die kann man überall noch graben. Zahltag. Eben. Einfach mal ein bisschen weiter hier graben. Vielleicht stoßen wir auf irgendwas.